Moin, moin zusammen und willkommen zurück hier auf der Nordfriesischen Marsch, vierfach in der Version 2.1. Ja, und wir sind nach wie vor am Silo machen. Und ich habe jetzt allerdings den Schieber hier einmal umgestellt, und zwar nicht mehr auf Aufschieben, sondern auf Verteilen und Verdichten. Der macht das jetzt gut und wir werden den hier jetzt mal da runterholen. Der ist hier auf der Wiese fertig. Das heißt, wir können mit der ganzen Kiste hier einfach einmal runter zur, ich glaube, 15 ist das, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, machen wir mal die Karte kurz groß. Das sieht man nicht wirklich. Könnte 15 sein. Gehen wir mal davon aus. So, erstmal hier das klein machen. Dann holen wir hier schon mal Big M. Jetzt ist es entweder 15 oder 16. Warte. Nochmal gucken. Jetzt geht es hier zum Glück ein Stückchen geradeaus. Dann machen wir das mal weg. Na! Ich kann es beim besten Willen nicht sehen. Müssen wir doch mal hier gucken. Äh, 16. Gut, die 16 ist es. Jetzt wissen wir es. So, die 16. Den Kurs kriegt er auch schon mal. Ja, sieht gut aus. Und wie gesagt, wir werden es eben so machen, dass wir den einfach auf die zweite Bahn dann ansetzen, nicht die ganz äußere. Und das sollte dann, denke ich mal, ganz gut funktionieren. Und wir werden ihn auch nicht automatisch abfahren lassen, sondern der meldet sich dann, hoffe ich doch mal, dass er entladen werden möchte. Und dann werden wir ihn immer gleich direkt in das Silo kippen, damit der Fendt dann da einfach weiter verdichten kann. So, jetzt haben wir nur noch eine ganze Weile Strecke vor uns. Aber das macht auch nichts, das macht auch nichts. Weil da kann in der Zwischenzeit der Fendt noch ein bisschen verteilen und platt drücken, das Ganze. Dem tollen Geschoss hier können wir auch mal ein bisschen aus der Innenansicht fahren. Hat der eigentlich Icy? Ne, gibt's da nicht. Macht aber auch nichts. Brauchen wir nicht. Ja, das war die Kamera nach hinten. Weil der hat nicht nur die normale Kamera, sondern guckt auch nach hinten. Das ist sozusagen unser Ladewagen, auf den wir da gucken. So, aber wir sind schon da an der Wiese, würde ich vermuten. Mal gucken, von welcher Seite wir da jetzt rankommen. Da oben sind wir. So, jetzt machen wir das aber mal weg. Und wir setzen ihn jetzt hier einfach dran und gucken mal, ob er das macht. Ups. So, runter und mähen. Ja, läuft. So.
und der ist ja eh gleich voll, aber wir gucken mal kurz hier rüber. Ja, das sieht doch schon sehr gut verteilt aus. Kann man nicht anders sagen. Ja, gefällt mir. So, jetzt kommt gleich der spannende Moment. Genau, Gerät muss entladen werden. Machen wir. Müssen wir mal gucken, dass wir da irgendwie reinkommen. Hier aber irgendwo sind Einfahrten. Genau da kommen wir durch. Dann drehen wir schon mal und dann müssen wir nur wieder warten, bis der Fendt rausgekommen ist. So. Und auf seine Warteposition fährt. Komm raus, komm raus. So, danke schön, danke schön. Bisschen. Hä? Achso, ich muss auf den auch auswählen. So, dann einmal leer machen den Hänger. Dankeschön. Und weiter geht's. Der geht wieder aufs Feld zum Mähen und wir können uns dann um das Feld Nummer 20 kümmern. Na, irgendwo hier. Schau mal, hier hat er gemäht. Das sieht man auch ganz gut. Was kann ich, wenn ich den jetzt hier schon reinsetze, den Curseplay-Fahrer? Gucken wir nur, ob er auch wirklich loslegt und dann kümmern wir uns um die anderen Sachen. Oh, er macht runter und packt. Und du bist hier am Arbeiten, wunderbar. So, wir hatten gesagt, Feld 20. Das haben wir einmal gedüngt. Was haben wir denn hier jetzt eigentlich drauf? Da ist Raps, da waren Pappeln. Da machen wir Sojabohnen, würde ich sagen. Einfach. Oh, guck mal, der Raps ist reif. Da können wir auch ran. Mann, 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 Mann. Ja, jetzt ist wieder vieles zu tun auf einmal. Die erste Frage ist, wo steht die Sämaschine? Weil hier ist sie nicht. Hm. Wo habe ich die wieder stehen lassen? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Sämaschine? War sie das? Ich habe da eben irgendwas im Augen blitzeln sehen. Ne, das waren nur die Dinger hier. Mann! Das ist jetzt schon wieder ein Mysterium. Seemaschine. Ist es das? Ne, das sind... Das sind Paletten. Hä? Das sind Leerpaletten. Hier eine. Da ist noch eine. Hm. Ja, nützt mir aber nichts. Ich will meine Sämaschine haben. Verdamm mich nochmal. Gut, dann müssen wir gucken.
Das ist der Pflug. Hä? Wieso ist die Seemaschine nicht mehr da? Habe ich da irgendwo einen Fehler gemacht? Das muss ich mir in Ruhe angucken. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ich habe die doch nicht verkauft, oder? Oder habe ich die verkauft, weil ich mir eine größere kaufen wollte? Fragen über Fragen. Und ich weiß die Antwort nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Welche hatten wir denn? Wir hatten doch die ganz normale. Die da, oder? Oh, steht auf 0. Oder hatten wir die? Weiß ich nicht. Nee, das muss ich mir angucken. Da bin ich jetzt gerade ein bisschen überfragt. Gut, dann machen wir weiter im Programm. Anderes Programm. Dann geht's eben ans Dreschen. So, das ist Feld Nummer 1, wenn mich nicht alles täuscht. Dreschen 01 ist sogar schon eingestellt. Was? Aber das ist ohne Vorgewende. Nee, 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 nee. Den wollen wir gar nicht. Das ist irgendwas ganz Doofes. Dreschen 01, der kommt weg. Nee. Wir brauchen mindestens zwei Vorgewände für das. So, dann machen wir hier mal schnell einen neuen Kurs. So, Kurs generieren. Feld 1, 13,50 Meter. Hier sind wir. Zwei Vorgewände scharf und los geht's. Das sieht gut aus. Dreschen Feld 01, 13,5 Meter. So. Ja. Komm. Und los geht's. Ich muss zum Big M. Das waren sehr merkwürdige Geräusche gerade. Wo sind wir denn jetzt eigentlich? Auf welcher Seite? Ach, da oben. Dann müssen wir irgendwo dahin. Ja, rein theoretisch, das können wir auch gleich mal ausprobieren. Es gibt hier die Funktion am aktuellen Punkt, dann müsste er da weitermachen, wo er gewesen ist. So, ich komme erstmal irgendwo hier hinten oben raus. So, erkenne mich und fahr weg. Komm. Das mit der Seemaschine verstehe ich jetzt nicht. Hallo, wieso erkennst du mich nicht? Mein lieber Verhend, hier ist ein Abfahrer. Beziehungsweise hier ist ein Ablader. Komm, mach weg da.
Ich hab nicht ewig Zeit. Siehst du jetzt, dass ich hier bin? Hallo. Dankeschön, dass du Platz machst. Mit der Allradlenkung von dem Big M mit einem Anhänger rückwärts fahren ist gar nicht so einfach. So, mal gucken, wie weit wir da reingeschoben bekommen, das Ding. Na, wieder falsch. Ich muss auf den Hänger wechseln. So, und weiter geht's im Text. Dann fahren wir einfach da hinten raus und lassen den dann mal am aktuellen Punkt weiterarbeiten. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß zwar, dass er jetzt auch hier das Mähwerk runter machen wird, aber das ist mir erstmal egal, weil ich muss jetzt hier weitermachen. Und zwar müssen wir den als Abfahrer, ups, Feld 01 haben wir noch gar nicht. Feld 01 Hof. Hof, dann haben wir oder habe ich den nur noch nicht einsortiert? Nee. Hofkurs. Hof abladen und dann geht das vom Hof zum Feld 1 zurück. Das Ganze speichern wir unter ABF01. Und dann geht der auf die Reise. So, und zwar muss ich das kapieren? Wieso schreibt mir hier, der Lexion ist am Ernten, aber es kommt nichts. Ah, ja. Mist, verdammt mich da schon wieder. Bin schon wieder drauf reingefallen. Ach, müssen wir in Ruhe machen. Wir brauchen für den hier ja die Rapsmesser, damit der arbeiten kann. Das heißt, wir stellen den wieder da unten hin. Oh Mann, wenn man nicht an alles denkt. Aber da kann ich dann gleich mal einen neuen Mod testen. Den habe ich jetzt noch nicht mit reingenommen. Den werde ich für die nächste Folge holen. Und zwar ist das so eine, nicht, man kennt der schon diese Werkzeugkiste in Anführungsstrichen. Und es gibt eine, die wohl an die Dings rangemacht werden kann, an die Fronthydraulik. So eine Werkzeugbox sozusagen. Und die werden wir holen, das werden wir uns dann auch angucken. Das heißt, der kann ich, nein, der kann hier erstmal wieder wegfahren. Das machen wir später. So. Das machen wir weg, den machen wir aus. Der ist hier dabei. Ja, sieht gut aus. So. Aber
Wir sind erstmal fertig für heute. Morgen um 15 Uhr geht's weiter hier und dann hoffentlich auch mit der Rapsernte, dass das dann alles funktioniert. Wie gesagt, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, macht's gut und tschüss.